ist kein Spaß mehr. Louis, du kannst auf diesen Parts lernen. Links, rechts, du Bitch, oh. Feuer wie die Kisch, oh. Du wirst nicht vermisst, doch wirst dir trotzdem du kriegst Fett, du bist ein Luzi. Das hier ist kein Spaß mehr. Louis, du kannst auf diesen Parts lernen. Links, rechts, du Bitch, oh. Feuer wie die Kisch, oh. Du wirst nicht vermisst, doch wirst dir trotzdem abgefickt, yo. Was macht Bitch frei ist wie ein U-Boot. Das Periskop geht unter. Und weil sein Vater damals ein Chamäleon gebumst hat, braucht er keine Schlafmaske, sondern nen BH. Nen BH! Nen BH! Nen BH! Nen BH! Ich genieß mein Leben, während Akku dich zerreißt. Und die Fanbase und die Presse, die sind alle mit dabei. Das kommt alles in den News dran von Valentin und Julian. Und ich bin auch dabei, weil ich halt gerade nichts zu tun hab. Doch übernehme keine Haftung wie der Lotus-Effekt. Ich weiß nur eine Sache sicher, tun bis jetzt weg. Du rappst wie weiße Jungs tanzen, aber nicht wie du gern rüberkommen willst. Soulek gibt dir die Punches. Interessiert schon, wer du warst durch deinen Status. So lecker die Pancho, wir sind Flowkiller und mach. Du rappst wie weiße Jungs tanzen, aber nicht wie du gern rüberkommen willst. So leck, gib dir die Punches. Ohne Punkt und Komma Krieg. Wen interessiert schon, wer du warst durch deinen Status. So lecker die Pancho, wir sind Flowkiller und machen dich kaputt. Du rappst wie weiße Jungs tanzen, aber nicht wie du gern rüberkommen willst. So leck, gib dir die Punches. Wen interessiert schon, wer du warst durch deinen Status. So lecker die Pancho, wir sind Flowkiller und machen dich kaputt. Du kleiner Pisser, hast gesagt, ich sei ein Wack MC. Aber erklär mir mal bitte, warum ich damit jetzt Cash verdien und auf Gigs bin. Mit Soulek und Esther, wo Tune ist und du nicht gebucht bist. Weil du zu gut bist, na sicher. Deine Art zu battlen ist zwar nicht so krass, aber halt real. Und weil die Jury das geglaubt hat, bist du immer noch im Turnier. Ich versuch dich jetzt mal ernst zu nehmen. Keep it real, ich komm mal mit ernsten Themen. Auf Facebook steht, du wärst in einer Beziehung mit deiner rechten Hand, es wäre ziemlich kompliziert. Und wenn das stimmt, hast du an den Händen Brandblasen. Frauen nehmen dich öfter auf den Arm als ihre Handtasche. Krass, Mann, richtig geil, dass Frauen dich nicht ranlassen. Hiernach nimmt dich keiner mehr ernst, du solltest abdanken. Punch macht das Battle groß, du hältst es wie Pimp und ein Wolverine, Nello, du Penner, Lexi, die Schnittwunden. Benjamin, lass doch mal den Gio in Ruhe. Guck mal, wir schmeißen Gio jetzt in beiden Battles raus. Benjamin, gehen die Texte aus. Und aufgrund mangelnder Zeit dürfte Excel in dich featuren, wenn er die Sache verbreitet. Ey, wenn du die Vorrunde nicht packst, sag, warum machst du mit? Während ich dich easy going mit einer Hook noch zerfick. Schreib mal deine Runde, die so heftig meinen Kopf fickt. Ich zitter sogar schon. Ach nee, doch. Guck mal, wir schmeißen Gio jetzt in beiden Battles raus. Denn ihm gehen die Texte aus. Und aufgrund mangelnder Zeit dürfte Excel in dich featuren, wenn er die Sache verbreitet. Ey, wenn du die Vorrunde nicht packst, sag, warum machst du mit? Während ich dich easy going mit einer Hook noch zerfick. Schreib mal deine Runde, die so heftig meinen Kopf fickt. Ich zitter sogar schon. Ach nee, doch nicht. Yeah, yeah, okay, yeah, yeah. Jetzt zeig ich euch mal, wo der Hase lang läuft. Boss-Rapper, wer ist Gabe Butters, Alter? Ey, du Faggot, hält ab jetzt die Fresse und machst Platz für Rapping Rabbit. Du hast Texte, die von Leuten aus dem Kindergarten sind. Doch ich gebe dir voll auf die Löffel, Mann, obwohl ich der Hase bin. Ich kenne Kanaken, die freizeitmäßig gerne Dönerbuden hocken. Und die bringen dich um die Ecke, so wie Müller-Joghurtflocken. Bitch, ich mümmel nur Karotten, die die Hasenscharte schärfen. Für die Punches, die dich aus den schwulen Badelatschen werfen. Der Vergewaltigungshase schickt dich in den Wald, um zu blasen. Das wird ein klares Ding, wie Räume nach den Reinigungsphasen. Ich hole das Butterfly raus, es folgt ein Messerstich mit harten Flows. Slappe diese Maskenhau, wie Kermit in der Muppet-Show. Dennoch lass ich dich hier nach durch eine Kugel sterben, die ich durch dein Ohr schieße wie Clips im Schweinezuchtgewerbe. Hiernach sagen Leute, du wurdest zerstört von einem Kaninchen und dank Mörderlines vertrieben, so wie Merchandise-Artikel. Yeah, okay.